Listen to this now. Hör zu diesem jetzt. The Bible says. Die Bibel sagt. Like it was during the time of Noah. Wie es war während der Zeit von Noah. So shall it be. So wird es sein. At the coming of the Son of Man. Bei dem Kommen von dem Menschensohn. And now we are living in those days. Und jetzt leben wir in diesen Tagen. When the church is seated at the verge of eternity. Wenn die Gemeinde an der Schwelle zur Ewigkeit sitzt. But at the time of Noah. Aber zu der Zeit von Noah. He built forth a family. Errichtete eine Familie. Like it was during the time of Noah. Wie es war während der Zeit von Noah. So shall it be at the coming of the Messiah. So wird es sein, wenn der Messias kommt. Then you want to know what happened during the time of Noah. Dann wollt ihr wissen, was passierte während der Zeit von Noah. That we may be able. So dass wir in der Lage sein mögen. To do in like manner. Es genauso zu tun. And see eternity. Und die Ewigkeit sehen. But at the time of Noah. Aber zu der Zeit von Noah. He built forth a family. Errichtete eine Familie. Look at this. Schaut zu diesem. I say. Ich sagte. That when the prophecy came to Noah. Als die Prophezeiung zu Noah kam. It was more of a lesson to the church. War es mehr als eine Lektion für die Gemeinde. The book of Psalm 25 verse 14. Das Buch der Psalme 25 Vers 14. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 25. Psalm 25. 14. 14. He says. Er sagt. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt sie erkennen. Can I explain? Kann ich erklären? He built forth a family. Errichtete eine Familie. Look at this now. Schau zu diesem jetzt. When the Lord brings forth his prophecy at that time. Als der Herr seine Prophezeiung zu dieser Zeit verkündete. And I'm going to come to this time. Und ich werde zu dieser Zeit kommen. Look at this now. Schau zu diesem jetzt. He reveals it to Noah. Offenbart es zu Noah. He reveals it. Offenbart es. Only to those that prevail, that walk in the fear of God. Nur zu denen, die siegen, die in der Ehrfurcht Gottes gehen. And total obedience. Und totaler Gehorsamkeit. Two things. Zwei Dinge. Am I describing the family? Beschreibe ich die Familie? Think I'm describing that family. Ich denke, ich beschreibe diese Familie. Because if you're not, denn wenn ihr bemerkt, the Lord is building that family now. Der Herr baut diese Familie jetzt. That is where I'm going to end up. Dort ist, wo ich beende. You that have come. Ihr, die gekommen seid. This is the family. Das ist die Familie. The family of Jehovah. Die Familie von Jehovah. What else is there to convince you? Was anderes ist da, um euch zu überzeugen? That this is the family of Jehovah. Dass dies die Familie ist von Jehovah. The miracles you've seen. Die Wunder, die ihr gesehen habt. The signs and wonders you've seen. Die Zeichen und die Wunder, die ihr gesehen habt. The power you beheld. Die Kraft, die ihr trägt. The cripples have walked. Die Krüppel sind gegangen. The blind have seen. Die Blinden können sehen. The deaf, the HIV healed. Die Gehörlosen. Die HIV-Kranken geheilt. Halleluja. Halleluja. I'm saying, ich sage, that there is a family the Lord is constructing now. Dass es eine Familie gibt, die der Herr jetzt errichtet. But I have raised some two features. Aber ich habe einige zwei Charaktereigenschaften erhöht. I have said, ich habe gesagt, that in the book of Psalms 25, 14, dass in dem Buch der Psalme 25, 14, he says, sagt, he confides in those that fear him. Offenbart sich zu denjenigen, die ihn fürchten. And unto them, und zu ihnen, he reveals his covenant. Offenbart sein Bündnis. That's why, und deswegen, the first time the Lord uses the word covenant, das erste Mal, dass der Herr das Wort Bündnis gebraucht, in the Bible, in der Bibel, is with Noah. Ist mit Noah. He constructed a family. Errichtete eine Familie. And now we are describing that construct. Und jetzt beschreiben wir diese Konstruktion. Meaning total obedience. Das bedeutet totale Gehorsamkeit. And the fear of God. Und die Ehrfurcht Gottes.
That those two factors, dass diese zwei Faktoren endeared Noah unto the Lord, machten Noah beliebt bei dem Herrn. And he says, und er sagt, look at these precious people. Schaut zu diesen verehrten Leute. He says, er sagt, because of that, now he revealed to him the covenant. Deswegen offenbarte er ihn jetzt das Bündnis. And he revealed to him what was coming to the earth. Und er offenbarte ihm, was kommen wird zu der Erde. The secrets of what was coming. Die Geheimnisse über was kommen wird. Look at this now. Schaut zu diesem jetzt. Focus on this now. Fokussiert auf dieses jetzt. But Noah, aber Noah teaches the church something. Lehrt der Gemeinde etwas. The present day church. Die heutige Gemeinde. Why? Warum? Because Noah alikuwa mtu wa bara. Er war eine Person von dem Binnenland. The people of inland. Die Leute von dem Binnenland. How can you construct? Wie könnt ihr errichten? A big ship. Ein großes Schiff. Called an ark. Eine Arche genannt. Inmitten auf dem Binnenland. Did you understand the character of Noah? Habt ihr den Charakter von Noah verstanden? Because weil I want to rekindle your attention to the following. Ich möchte eure Aufmerksamkeit zu dem Folgenden wieder entzünden. You see, ihr seht, that the type of obedience, dass die Art der Gehorsamkeit, that Noah enjoyed, an der sich Noah erfreute, is this type. Ist diese Art. Look at this obedience to God. Schau zu dieser Gehorsamkeit Gottes. Tong, beating the nail, the hammer. Klopf, 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 den Nagel schlagen, den Hammer. And your friends are passing by. Und eure Freunde kommen vorbei. And there is no rain. Und es gibt keinen Regen. And this time, let's say you've been building for many years, you're a little bit up there. Now you're tong tong up there. Und dieses Mal, lasst uns sagen, ihr habt für viele Jahre gebaut. Ihr seid ein wenig oben dort. Jetzt machst du klopf klopf oben dort. How are you? Wie geht es dir? Oh, I'm fine. Oh, mir geht es gut. You are still building. Du baust immer noch. So what is this you are building? Also was ist es, was du baust? The world will soon get finished. Die Welt wird bald zu einem Ende kommen. The world is going to end. Die Welt wird enden. Oh. Oh. When will that be? Wann wird das sein? And then you walk away. Und dann gehst du weg. So you can imagine the level of obedience. Ihr könnt euch also vorstellen, den Grad der Gehorsamkeit. You can imagine the level of ridicule. Ihr könnt euch den Grad von dem Gespött vorstellen, that Noah went through, durch den Noah gegangen ist. Mockery, Verspottung, Abuse, Beleidigung, Blackmail, Erpressung, Slander, Beschimpfung, Laughter, name it, Gelächter, nennt es. For obeying God. Für das Gehorchen zu Gott. Do you understand the family? Versteht ihr die Familie? They will ask, what the heck happened to your head? Sie werden fragen, was zum Kuckuck ist in deinem Kopf passiert? So, also, the Lord is building his family. Der Herr baut seine Familie. And now, und jetzt, Noah did not receive the prophecy of the Lord. Hat nicht die Prophezeiung von dem Herrn gehört. Did not receive the prophecy of the Lord. Hat nicht die Prophezeiung von dem Herrn erhalten. About what God was going to do to destroy the earth. Über das, was der Herr auf dem Erdboden der Erde tun wird. And then listen to it. Und dann es zu hören. And subject it to public debate. Und es zur öffentlichen Debatte zu unterziehen. And go and ask fellow compatriots. And colleagues. Und zu gehen und Landsleute und Kollegen zu fragen. And ask them, und fragt sie. This prophecy about the coming of the Messiah. Diese Prophezeiung von dem Kommen des Messias. And holiness. Und Heiligung. That this man of God is talking about. Über die dieser Mann Gottes spricht. What do you think about it? Was denkt ihr darüber? So you can open up a little democratic space. Damit man einen kleinen demokratischen Bereich eröffnen kann. So you can hear different opinion submission. Damit man verschiedene Meinungen hören kann und Unterwerfungen. Do you see the family Noah built? Habt ihr die Familie gesehen, die Noah errichtet hat? He did not take it to the church council, the council of elders. Er hat es nicht zu dem Gemeinderat gebracht, zu dem Rat der Älteren. In some of the churches you came from. In einigen Gemeinden, von denen ihr kommt.
When a prophecy comes, wenn eine Prophezeiung kommt, it has to be subjected to the full council of elders. Muss es zu dem gesamten Rat der Älteren gebracht werden. People that are not spiritual, Leute, die nicht spirituell sind, to begin debating and discussing it. Fangen an, es zu debattieren und darüber zu diskutieren. Noah did not subject the prophecy of the Lord to public debate. Hat nicht die Prophezeiung des Herrn zur öffentlichen Debatte gemacht and ask und fragte meteorologists, Wetterspezialisten, the people of the weather, die Wetterspezialisten, is it going to rain here? Wird es hier regnen? He simply started building. Er hat einfach angefangen zu bauen. Do you see the lesson the Lord is bringing to you? Seht ihr die Lektion, die der Herr zu euch bringt? They did not discuss. They just began to build. Sie haben nicht diskutiert. Sie haben einfach angefangen zu bauen. So do you understand that now? Versteht ihr das jetzt also? The characteristics of that family. Die Charaktereigenschaften von dieser Familie. That family. Diese Familie. Obedience unspoken. Gehorsamkeit unerwähnt. Uncommon. Ungewöhnlich. Obedience unseen. Gehorsamkeit unbemerkt. That is what the Lord is calling upon you now. Dazu ruft euch der Herr jetzt to do, dies zu tun, to behold, zu erblicken and the fear of God. Und die Ehrfurcht Gottes. Look at this now. Schaut zu diesem jetzt. At the time of Noah, zu der Zeit von Noah, there was tremendous heedlessness. Gab es enorme Kopflosigkeit. There was no fear of God. Es gab keine Ehrfurcht Gottes. And so it is today. Und so ist es heutzutage. But the Lord is saying, aber der Herr sagt, there is a family, dass es eine Familie gibt, he is constructing now, die er jetzt errichtet. And if you follow carefully, und wenn ihr sorgsam verfolgt, he said, er sagte, he would destroy the whole earth. Er würde die ganze Erde zerstören. And yet when you look at the earth, und sogar, wenn ich jetzt auf die ganze Erde schaue and creation, und Erschaffung, there is unmistakable evidence of the mercies of God. Gibt es unverkennbaren Beweis von der Gnade Gottes. So to go and tell people he wants to do a Holocaust, a genocide, a wipe out. Also zu gehen und Menschen zu sagen, er will einen Holocaust, einen Völkermord, ein Auslöschen vollbringen. They would not have accepted. Sie würden es nicht akzeptieren. But look at this now. Aber schaut zu diesem jetzt. What amazed me is this. Was mich erstaunt ist dieses. That only those that enter the ark. Dass nur diejenigen, die die Arche betreten. Only those that entered into the ark. Nur diejenigen, die in die Arche gegangen sind, were delivered. Wurden errettet. Hey, did you understand me properly? Habt ihr mich richtig verstanden? Only those that entered into the ark. Nur diejenigen, die in die Arche hineingingen. And the Lord told him to enter and shut the door. Und der Herr sagte ihm einzutreten und die Tür zu schließen. After he had spent 120 years building it. Nachdem er 120 Jahre daran verbrachte, es zu bauen. Building it. Es zu bauen. In other words, his entire life. Mit anderen Worten, sein ganzes Leben. And when now the time to enter for his words to come true now. Und wenn jetzt die Zeit gekommen ist, einzutreten, dass seine Worte jetzt wahr werden. When he entered with the animals in there. Als er mit den Tieren dort hineinging. The leopards are in one chamber. Die Leoparden sind in einem Raum. The lions are in another chamber. Die Löwen sind in einem anderen Raum. The cobra snakes are on this side, the python this way. Die Kobraschlangen sind auf dieser Seite. Die Phytonen sind dort. The hyenas are this side. Die Hyänen sind auf dieser Seite. The donkeys are on the other side. Die Esel sind auf der anderen Seite. The fish, the ngege are here. Eine Art von Fische sind hier. And the tilapia this side. Und der Buntbarsch ist auf dieser Seite. The little insects, whatever. Die kleinen Insekten und so weiter. When he entered, als er eintrat. In Spanish they say, in Spanisch sagen sie. Señor mismo, der Herr selbst. Cerró la puerta, machte die Tür zu. The Lord himself, der Herr
Er selbst shut that door. Machte diese Tür zu, when he entered with the animals there. Als er dort mit den Tieren hineintrat. But do you know where the problem is? Aber wisst ihr, wo das Problem ist? When you thought the trials were over after 120 years. Als ihr gedacht habt, dass die Versuchungen vorbei waren nach 120 Jahren. When he entered in there, als er dort hineinging, day one, Tag 1, the first 24 hours, die ersten 24 Stunden, there was no rain. Gab es keinen Regen. Hello? Dieser Mann hat sich dort innen drinnen eingeschlossen mit Tieren. Day two, zweiter Tag. It did not rain. Es regnete nicht. So you can imagine the people out what they said. Ihr könnt euch also vorstellen, die Menschen dort draußen, was sie sagten. Dieser Mann ist verrückt. Jetzt hat er sich eingeschlossen mit Tieren. Und dieser Noah sagt, dass der Regen jetzt kommt. Day three. Tag 3. Up to the seventh day there was no rain. Bis zum siebten Tag gab es keinen Regen. But boy. Aber Junge. When the rain came down, als der Regen hinunterkam, it was over. War es vorbei. Did you understand me? Habt ihr mich verstanden? So only those that were in the ark were saved. Also nur diejenigen, die in der Arche waren, wurden gerettet. Could it be, könnte es sein, that the ark, dass die Arche, was the form of Christ, the symbolism of Christ, die Form von Christus war, die Symbolik von Christus, that only those that entered the ark survived. Dass nur diejenigen, die in die Arche hineingingen, überlebten. Could it be true? Kann es wahr sein? That is what the Lord is saying to this generation. Dass dies der Herr zu dieser Generation sagt. That only, dass nur diejenigen, that will be able to suffer ridicule, die in der Lage sind, Verspottung zu ertragen, in Christ and enter there, in Christus und dort eintreten, into Christ, in Christ, hinein in Christus, will be saved, werden errettet. Could that be the lesson? Könnte das die Lektion sein? To this church, zu dieser Gemeinde, that only those that will enter, dass nur diejenigen, die eintreten werden, will be delivered, werden befreit. Ah, and then, und dann, why did the Lord have Noah to build the ark for 120 years? Warum brachte der Herr Noah dazu, die Arche zu bauen für 120 Jahre? He is so powerful. Er ist so mächtig. If he can open blind eyes that were sealed. Wenn er blinde Augen öffnen kann, die versiegelt waren. If the Lord has so much power like this. Wenn der Herr so viel Kraft hat wie diese. Why wouldn't he just tell Noah, you be on this side, I will not touch you? Warum würde er Noah nicht einfach sagen, sei auf dieser Seite und ich werde dich nicht berühren? Why would he have Noah to build for 120 years. Warum brachte er Noah dazu, für 120 Jahre zu bauen? He says, er sagt, therefore, deswegen, work out your salvation, arbeite an deiner Errettung in fear, in Ehrfurcht and trembling, und zittern. Meaning, das bedeutet, Noah is teaching the present church a lesson. Noah lehrt der gegenwärtigen Gemeinde eine Lektion. In other words, Noah is saying, in anderen Worten sagt Noah, if you thought, wenn ihr gedacht habt, that by receiving Christ, indem man Jesus Christus empfängt, you are going to heaven, man in den Himmel geht, then you are mistaken. Dann habt ihr euch geirrt. The Lord is using Noah to tell you, der Herr gebraucht Noah, um euch zu sagen, that if you thought, dass falls ihr gedacht habt, that by receiving Christ Jesus you are going to heaven, indem ihr Jesus Christus empfängt, in den Himmel geht, then you are dreaming, you are a mistaken person. Dann träumst du, dann bist du eine Person im Irrtum. But he's saying, aber er sagt, that only those that receive Christ Jesus, dass nur diejenigen, die Jesus Christus empfangen, and begin to work out, und anfangen zu erarbeiten, their salvation, ihre Errettung, in fear and trembling, in Ehrfurcht und Zittern, will enter, werden eintreten, because, weil, the Lord Jesus himself, der Herr Jesus, er selbst, when he talked about his return, als er über seine Rückkehr sprach, and the church he will take,
und die Gemeinde, die er nehmen wird. He talks about two churches. Er spricht über zwei Gemeinden. The foolish church, die törichte Gemeinde, symbolized by the foolish virgin, symbolisiert durch die törichten Jungfrauen. They have also received Jesus. Sie haben auch Jesus empfangen. But they did not work out their faith, their salvation. Aber sie haben nicht ihren Glauben ausgearbeitet, ihre Errettung. And the wise church. Und die kluge Gemeinde. And he says, und er sagt, only the wise church he will take. Nur die kluge Gemeinde wird er nehmen. That is the lesson of the Lord. Das ist die Lektion von dem Herrn. Be careful in the house. Seid vorsichtig in dem Hause. That's why now you are chosen holiness. Deswegen habt ihr euch jetzt zur Heiligung entschieden. And there are many churches where women are walking naked and they sit before the pastor and lift the leg like this. Und es gibt viele Gemeinden, wo Frauen nackt laufen und sie sitzen vor dem Pastor und heben ihr Bein an, so ungefähr. Nackt. And they have also received Jesus. Und sie haben auch Jesus empfangen. Now, that type of receive Jesus. Nun, diese Art von Jesus zu empfangen, without exercising your faith, ohne deinen Glauben anzuwenden, training your faith, deinen Glauben zu trainieren, without preparing, without working it out, your salvation, ohne vorzubereiten, ohne deine Errettung auszuarbeiten, polishing it, es aufzupolieren, it is vain, vanity, ist es fruchtlos, Nichtigkeit. There are many churches in this land. Es gibt viele Gemeinden in diesem Land. Where the false prophets are still doing that. Wo die falschen Propheten immer noch dies tun. The Lord is building a family. Der Herr errichtet eine Familie. Two things. Zwei Dinge. Obedience. Gehorsamkeit. And the fear of God. Und die Ehrfurcht Gottes. Hey, because the Lord also teaches. Denn der Herr lehrt auch. That if he has the capacity to destroy the entire earth, dass, wenn er die Kapazität hat, die ganze Erde zu zerstören, at the time of Noah, zu der Zeit von Noah, then what will stop him now? Dann was wird ihn jetzt aufhalten? These are not empty threats. Dies sind keine leeren Drohungen. They are not false alarm. Sie sind kein falscher Alarm. I have seen the coming of the Messiah. Ich habe das Kommen des Messias gesehen. Please, bitte, let us just prepare. Lasst uns einfach vorbereiten. Because the Lord established it. Denn der Herr hat es etabliert. During the time of Noah. Während der Zeit von Noah. That surely indeed. Das wahrlich gewiss. He judges sin. Er Sünde richtet. And on that day. Und an diesem Tag. When the Messiah comes. Wenn der Messias kommt. He will surely. Wird er wahrlich. Judge sin. Sünde richten. So are you part of that family? Nun, bist du Teil von dieser Familie? Just know that he's building the family. Verstehe einfach, dass er die Familie baut. It may not be the family by your definition of family. Es mag vielleicht nicht die Familie sein, die deine Definition der Familie ist. But this is the family. Aber das ist die Familie. Only those that enter this ark. Nur diejenigen, die in diese Arche gehen. Build it. Es bauen. And enter it. Und in sie eintreten, will be saved on that day. Werden errettet an diesem Tag.